am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running. Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Bad Wars 4x2 auf der Map Klaustrophobia. Und Klaustrophobia ist, finde ich, eine übelst geile Map zum Aufnehmen, übelst entspannt, alles gechillt. Und ja Leute, ich habe vor circa, ich würde sagen so 2 Wochen oder so, habe ich ein Video aufgenommen. Da ging es um Lehrer, darum, dass meine Lehrerin zum Beispiel mir, bevor ich mein Zeugnis bekommen habe, eine sehr, sehr lange Predigt gehalten hat, für nichts und wieder nichts, obwohl meine Sozialnoten gut waren. Und ihr habt gesagt, jo, mach noch einen zweiten Teil, wo du erzählst so ein paar Storys aus deiner Schulzeit. Da ich ja auch meinte in der Aufnahme, jo, ich habe da noch ein paar Storys, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich einen zweiten Teil machen soll. Und da das jetzt schon Ewigkeiten her ist und ich mir jetzt dachte, jo, kann man drüber reden, werde ich es jetzt gleich mal machen. Auf jeden Fall muss ich erstmal sagen, ich bin jetzt in der 10. Klasse. Heißt, ich habe schon echt viel, naja, ich würde sagen, Scheiße hinter mir, beziehungsweise viele Lehrer, die nicht unbedingt den kompetentesten Eindruck gemacht haben. Und komm her, Bruder, ich gebe dir einen Anti-Stomp. Leck der oder leck ich? Er. Cool. Keine Ahnung, was mit meinem Mate los ist, lol. Naja, auf jeden Fall hatte ich mal einen Musiklehrer, Leute. Und das ist eine von vielen Stories. Ich denke mal, ich erzähle in dem Video auch mehrere. Ich hatte mal einen Musiklehrer, der war eine Aushilfe. Beziehungsweise einen, nicht Ersatzlehrer, aber ein Typ, der sich halt freiwillig für den Beruf gemeldet hat. Ohne jegliche Ausbildung genossen zu haben. Und, aha. Okay, cool. Lecker. Ja, der meinte im Musikunterricht mit uns Gedichte üben zu müssen, nicht mal Musik, sondern einfach nur Gedichte. Hat uns Lieder beibringen wollen und alles und wir haben uns halt manchmal auch geweigert, gar zu singen. Und zum Beispiel sollten wir ein Gedicht auswendig lernen und wie es in der 8., 9. Klasse ist, ein Gedicht auswendig lernen. Wisst ihr, wie viele es gemacht haben? Genau, ich glaube 5 Leute oder so, der Rest nicht. Leute, ich habe es natürlich auswendig gelernt, hier als vorbildlicher YouTuber habe ich es natürlich auswendig gelernt. Also ich meine, ein anderer Weg wäre für mich gar nicht offen gewesen. Naja, auf jeden Fall hat er dann die Klasse angebrüllt mit einem richtig aggressiven Ton und meinte, yo, wenn ihr das Gedicht nicht auswendig lernt, dann endet ihr alle mal unter der Brücke und als Harzer und sonst wie. Und Digga, sein Knockback ist aber auch insane. Holy shit. Nein, nein, der Villager stand im Weg. Die haben aber noch nicht Full-Web. Die haben an der Seite noch offen, glücklicherweise. Naja, und dann hat er uns allen gesagt, dass wir alle als Harzer enden, wir alle unter der Brücke enden und wir dem Amt alle nur Geld klauen und für nichts und wieder nichts hier sind. Und all so ein im Prinzip, naja, ausgedachter Scheiß, würde ich sagen. So what the fuck, als ob es irgendwas mit einem Gedicht zu tun hat, dass ich später Hartz-IV-Empfänger werde. So, halt nur mit einem fucking Gedicht. Und irgendwann hat er dann zum Beispiel auch angefangen, als er gesehen hat, yo, wir verweigern es, Lieder zu singen. Was, denke ich, verständlich ist, auch wenn es irgendwie die Pflicht ist, das zu machen, weil es ja der Lehrer sagt und der Lehrer ist ja die vorgesetzte Person in dem Fall. Trotzdem haben wir gesagt, oder manche haben gesagt, nicht alle, manche haben gesagt, nee, wir singen das nicht. Und dann hat er in der hintersten Reihe jemanden mit einem fucking Schlüsselbund abgeworfen. Also wirklich mit einem Bund, wo Schlüssel dran waren, hat er ihn damit abgeworfen, glücklicherweise nicht getroffen, weil das hätte, glaube ich, übelst ins Auge gehen können. Dann haben wir uns bei unserer Klassenlehrerin und bei der Schulleitung beschwert und dann wurde er auch, glaube ich, ein paar Wochen später von der Schule geworfen, was, denke ich, absolut verständlich ist, weil, also, keine Ahnung, im Jahr 2019 sollte man, denke ich, keine Schüler mehr mit Schlüsselbünden abwerfen. Das ist, denke ich, ein paar hundert Jahre her. Oder 100 Jahre, ich würde sagen, Jahrzehnte so. Bruder, warum bekommen die heute alle so wenig Knockback? Also, ich habe vorhin schon eine Runde gespielt und da war auch einer drin, der hat gar kein Knockback bekommen. Und der Typ jetzt gerade eben, also für einen Knockback-Stick ist er ja echt wenig geflogen. Kommt der, okay, die Lilanen kommen gleich, heißt, ich muss durchpushen einfach. Ohne irgendwelche Taktik oder sowas, sondern mich echt beeilen. Sonst ist unser Bett gleich weg. Und wenn ich sterbe, ist relativ egal, weil ich müsste eh runterspringen, denke ich. Ich hatte auch mal eine LER-Lehrerin, das ist hier Religion, Ethik, Lehre oder sowas, glaube ich. Ich konnte mir den Namen nie voll merken, weil das so ein Nebenfach war, bis hier so ein Fach, was halt niemanden gejuckt hat. Und holy shit, hat der Typ überlebt? Hat er nicht, ich wollte schon sagen, hätte der es überlebt, dann wäre ich aber mal ganz schnell losgerannt. Ich möchte keine Namen nennen, ich hätte gerade fast ihren Namen genannt, aber wir nennen sie einfach mal Frau Eggers. Frau Egger, nennen wir sie einfach mal, Leute. Frau Egger war eine Frau für sich, würde ich sagen. Also wirklich eine echt Frau für sich. Nein, als ob ich den Hit einfach nicht bekommen habe. Oh, ja. Oh, Digga, was?
Nein, als ob er hat halt wieder auf dem Block überlebt. Schade. Oh, da kommt direkt wieder der Lila, ne? Diese Frau Egger dachte sich mal, sie muss einen Schüler, der wirklich, also ich bin ja jemand, dem fällt so Stören im Unterricht echt auf. Also Stören im Unterricht ist was, was mir persönlich, oh nein, bitte, 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 Mate, ich muss den bekommen. Im Unterricht Stören fällt natürlich immer auf und vor allem bei Schülern, die das besonders doll machen, ist natürlich abzusehen, dass es einem sehr, sehr auffällt, so. Was? No. Bitte, danke. Nein. Nein, 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 nein. Bitte, bitte lass den uns nicht bekommen. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott. Nein, er hat überlebt. Was? Was geht bei ihm? Scheiße. Der hat mich halt so lucky geholt. Ja, und dann hat sie einen Schüler. Der wirkt, also er hat null gestört, ne? Also wirklich, der Schüler hat nichts gemacht. Nichts. Er hat einfach nur im Unterricht gesessen. Das ist halt vielleicht ein Grund, aber er hat halt nicht gestört und eigentlich war der Rest der Klasse übelst laut. Und da meinte sie, diesen Schüler in Trainingsraum schicken zu müssen. Trainingsraum ist bei uns was etwas, Leute. Das ist so eine Art Raum, wo du dich eine halbe Stunde reinsetzen musst und eine Entschuldigung an die Lehrer oder an den Fachlehrer schreiben musst, bei dem du so gestört hast, dass du da halt hingehen musstest. Und auf jeden Fall wurde er dann in den Trainingsraum geschickt von Frau Egger. Er dachte sich dann, nee, ich habe gar keinen Bock mehr, was ich auch irgendwie so ein bisschen verstanden habe, außer die Beleidigung, die dann gefallen ist, die habe ich wirklich gar nicht verstanden, weil man wirklich sagen muss, die Beleidigung war echt was sehr, sehr Unnötiges. Das hätte echt nicht sein müssen. Das war so dumm gespielt von mir schon wieder. So, GG. Dann hat er die Lehrerin, also er ist so aus dem Raum gegangen und die Lehrerin, ich weiß gar nicht, sie meinte, glaube ich, er ist unverschämt oder sowas, obwohl er wirklich nichts Besonderes gesagt hat, ne? Er meinte dann zur Lehrerin, wenigstens bin ich nicht so eine alte Kuh wie sie, wo ich mir so dachte, yo, Digga, muss los, bitte sag mir nicht. Ne, hier unter mir ist das Bett. Direkt. Lol, habe ich ihn gerade durch die Wand geboxt? Ja, und damit haben wir die Runde gewonnen. Leute, ich würde sagen, wir spielen auch eine Runde, bis gleich. So, in der nächsten Runde angekommen. Auf jeden Fall war es dann so, dass die Lehrerin ihm dann gesagt hat, dass sie ihn anzeigen will. Wo ich mir dachte, yo, was muss man im Leben so machen, wenn man sich denkt, yo, ich zeige jetzt einen 13-jährigen kleinen Bub, der mich als blöde Kuh beleidigt hat, nachdem ich ihn für nichts und wieder nichts in den Trainingsraum geschickt habe. Warum macht man sich den Stress und zeigt so eine Person an, wisst ihr? Aber ich glaube, es ist danach auch gar nicht zur Anzeige gekommen. Ich bin mir aber da gar nicht so sicher. Dann ist er im Trainingsraum und dann haben wir uns auch über sie beschwert. Ich habe so, hä? Aber warum schickt sie denn jetzt einen Typen, der nichts gemacht hat, in den Trainingsraum und will ihn dann am Ende anzeigen, weil er einfach nur gesagt hat, blöde Kuh, okay, eigentlich beleidigt man halt einen Lehrer oder Lehrerin einfach nicht. Aber blöde Kuh ist ja jetzt nicht mal was so, hätte er so gesagt, oder hu, dann hätte ich es verstanden, aber es war halt blöde Kuh, das ist eine Kindergartenbeleidigung so. Dann hat der auch, nachdem er das gesagt hat oder immer gemacht hat, hat er danach immer schlechtere Noten bekommen. Also wirklich halt schlechtere Noten bekommen, als er eigentlich bekommen hätte müssen. Und wurde auch immer bei Fragen, die er halt nicht wissen konnte oder nicht wusste, rangenommen und sowas. Und als ob die mit Gold playen, finde ich gar nicht gut. Du stirbst. Und allein die Base schon wieder. So, dann würde ich sagen, holen wir uns auch kurz mal einen Bogen. Auch wenn ich eigentlich das absolut uncool finde, aber ich habe jetzt echt keine Lust, wenn die Gold haben, dass sie mich gleich mit dem Bow komplett tot spammen. Und ich glaube, unsere Runde ist einmal so kompetent zu checken, wie man früher gespielt hat, dass man jetzt einfach die Goldplayer komplett tot targetet. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ist auch einmal so, wir haben einen Deutschlehrer. Und dieser Deutschlehrer, wir nennen ihn einfach mal Herrn Schubert. Leute, Herrn Schubert ist auch eine Eigenperson für sich so. Ist ein Lehrer, der sich von anderen Lehrern abhebt. Also mittlerweile, er ist kurz vor der Rente und macht nicht mehr wirklich den Unterricht, sondern kommt zum Beispiel nur mit einem Stift in die Schule und nimmt sich dann immer ein Buch von anderen. Falls ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, das gibt es an jeder Schule irgendwie so ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal eine EC. Und no, no, no. Leute, ich möchte mal ganz kurz angemerkt haben, wenn Goldplayer in eurer Runde sind auf Revi, dann targetet die tot. Das war früher, war das Standard, dass Leute einfach auf die Goldplayer gegangen sind. Egal, ob man jetzt gegenseitig Gold geholt hat, man ist grundsätzlich auf die Goldplayer gegangen und hat danach sein Gold-Equipment weggeworfen. Also früher war das wirklich Standard und keine Ahnung, heute hat sich das irgendwie so entwickelt, dass jeder auf jeden trotzdem noch geht und einfach niemand checkt, dass die Goldplayer erstmal rausgetargetet werden sollten, was eigentlich das Schlauste ist, was du machen kannst. Und das finde ich echt schade, so, weil keine Ahnung, ich finde, Goldplayer waren noch nie was von Revi. Goldplayer wurden früher, Alter, früher, wenn du mit Gold gespielt hast, du wurdest tot beleidigt, wirklich jetzt. Und dass das heute nicht mehr so ist, finde ich echt schade. Beziehungsweise die Beleidigung rausfällt, finde ich gut. Aber dass halt dieses Targeten nicht mehr da ist, dass man nicht komplett den Goldspieler fokust. Also nicht teamt, aber wirklich den Goldplayer rausfokust. Keine Ahnung, finde ich schade, Leute, finde ich schade. Der Herr Schubert kommt dann, wie gesagt, auch immer nur mit einem Stift zum Beispiel in die Klasse. Oder manchmal auch mit gar nichts. Manchmal gibst du ihm auch zum Beispiel deine
Unterlagen, nicht Unterlagen, deine Pferdzahl der 7. Lag. Geil. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt durch den Lag bekommen habe oder ich einfach reingelackt habe wie der Todestyp oder einfach gut war. Wir haben Geschichte, wir haben LER und wir haben... Komm, treff, Lucky Shot, komm! Bow Spam Avelation, der kein Bow-Aim hat, XX. Und dann haben wir mit ihm noch Deutsch. Und in Geschichte haben wir mal ein Plakat gemacht. Und dieses Plakat haben wir abgegeben, haben die Unterlagen, die ganzen Materialien dafür abgegeben, haben eigentlich alles abgegeben, was dazugehört hat. Und ohne Spaß, dieser Lehrer dachte sich beim nächsten Tag, nö, Leute, ich bring das jetzt nicht mit. Ich bring das jetzt nicht mit und dann hat er es halt auch nicht mitgebracht. Also ich weiß gar nicht, was bei ihm los war, aber er hat dann die Materialien nicht mitgebracht und wollte dann mit der Stunde mit uns das Plakat weitermachen. Und wir haben ihm gesagt, yo, sie haben unsere Materialien mitgenommen. Die ganze Klasse hat es gesagt und er, nö, ihr habt die doch noch. Wo ich mir dachte, hä? Und dann mussten wir ein neues Plakat anfangen und haben deswegen, weil er einfach unsere Materialien vergessen hat, die schlechtere Note bekommen, Leute. So einfach geht's, dass halt einfach der Lehrer, beziehungsweise ihr durch den Lehrer schlechtere Noten bekommt. Und das fand ich so übelst schade, weil das Plakat war auch nicht mal ein Scheißplakat, das war ein schönes Plakat, Leute. Und er dachte sich einfach, nee, ihr werdet hier eine schlechte Note drauf bekommen, weil ich habe eure Materialien vergessen und ihr kriegt eure Materialien auch erstmal nicht wieder. Bow Aim XX Bow Velation. Der Bow Spammer ist schlechthin, man kennt ihn. Oh, sein Match steht ja hier unten auch noch. Nein. Lol, als ob ich so veraimt habe bei dem Fight, gerade schade. Suicide. No way. No. Schlagen. 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 Immer weiter rauf auf den Speck. Immer weiter rauf auf den Speck. Oh, schade, Leute. Das war's dann mit unserem Bett. Mal wieder komplett. GG auf jeden Fall an euch. Leute, ich möchte nochmal erwähnen, Hashtag Relation for YouTuber. Das Ding ist, ich glaube, dass sie sich direkt zur Mitte gebaut haben, auch geradeaus und mit Gold playen wollten. Bin mir nicht sicher, ob es an der Map gelegen hat. Bin ich ehrlich, aber ich denke, irgendwas hatte die Map mit Sicherheit damit zu tun, dass sie sich jetzt dachten, yo, lass mal Bow schwitzen, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen möchte ich nochmal daran erinnern, Leute. Hashtag Relation for YouTuber, dann kann ich nämlich Klaus drum Platzi und sowas forcemappen. Dann braucht ihr euch als Zuschauer diese ekligen Runden, die ich auch nicht unterhalten finde, bin ich ehrlich. Ich finde, die sind null unterhalten und ich als Zuschauer würde ich mir auch nur denken, Bruder, was spielt der da mit Full-IQ und Bogen und jetzt Bow-Spammt der die Gegner, Junge, was geht denn bei dem ab? Und ich feiere das absolut nicht und Maps wie Klaus und sowas, da passiert es so selten, dass die Gegner Gold haben und wenn, dann kannst du sie ohne Gold noch holen, so, oder in den meisten Fällen zumindest kannst du sie ohne Gold noch holen. Und auf Grün gehe ich jetzt auch nicht, Leute, weil Grün auf Rot geht und Grün deswegen Rot ablenkt und mir deswegen bessere Chancen gibt, wisst ihr? Glaubt ihr, er checkt das? Oh nein, das wird ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Ja! Oh mein Gott, er hat mich sogar noch geschlagen. Also wenn das kein Timing war, dann weiß ich an der Stelle auch nicht weiter. Mich würde es echt interessieren, wenn ihr so, keine Ahnung, Lehrer-Stories habt oder wo ihr euch mal dachtet, yo, was ist denn jetzt mit ihm los? Also ich will wirklich Ehrlichkeit und nicht sowas wie, wir haben die ganze Zeit gestört und dann hat er sich aufgeregt oder sowas, ist ja verständlich. Aber, oh, wuh, als ob er das überlebt hat, du kleiner Lacker. Du kleiner Lacker. Hui. Nein. Ja, GG, ich habe aber auch absolut schlecht gespielt, so vom Ding her. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dazu zu viel Gameplay echt leid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.